Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 5. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, drittes Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Schwangerschaftskonflikt. Gesetz 206334 ist die Drucksachennummer. Zur Einbringung darf ich Herrn Staatsminister Klose das Wort erteilen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ungewollt schwangere Frauen bedürfen häufig der Beratung und Unterstützung. Und damit alle Schwangeren diese Beratung auch in Anspruch nehmen können, ist die Grundvoraussetzung, dass ausreichend Beratungsstellen vorhanden sind. Dafür zu sorgen, das ist Aufgabe der Länder. Laut Gesetz muss mindestens eine Vollzeitberatungspersonalstelle in den Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen je 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner vorhanden sein. Für Hessen sind das ungefähr 156 Vollzeitstellen. Und weil uns wichtig ist, dass sich alle Schwangeren niedrigschwellig beraten lassen können, ist dieser Schlüssel in den zurückliegenden Jahren in unserem Land immer erfüllt, teilweise sogar übererfüllt worden. Die Beratung erfolgt vor allem durch freie Träger. Kommunale Stellen und ÄrztInnen bieten diese Beratung aber auch an. Die Beratungsstellen haben bis zur Grenze des Versorgungsschlüssels einen Rechtsanspruch auf Übernahme von mindestens 80% ihrer notwendigen Personal- und Sachkosten durch den Staat. Das Bundesverwaltungsgericht hat festgestellt, dass ein Anspruch auf 100%ige Kostenübernahme nicht besteht, da darf ich zitieren, ein spürbarer Eigenanteil zur Verhinderung von Missbrauch und wegen des eigenständigen Interesses der Träger an der Beratung der Beratungsstellen von bis zu 20% angemessen ist. Die Förderung durch das Land Hessen ist im Hessischen Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz geregelt. Dieses Gesetz ist bis Ende dieses Jahres befristet und wird deshalb jetzt novelliert. Vieles hat sich bewährt und bleibt ganz auch im Sinne der freien Träger unverändert. Sie erhalten unverändert weiterhin eine pauschale Förderung pro Beratungspersonalstelle unter Anknüpfung an den hessischen Tarifvertrag. Es ist weiterhin eine dynamische Anpassung der Förderpauschale für die freien Träger vorgesehen. Die Förderpauschale richtet sich weiterhin nach einem Vergütungsmix, das heißt, die Pauschale ist jeweils anteilig danach bemessen, wer zu der Beratungsleistung beiträgt. Und die dreijährige Auswahlperiode, die mit dem letzten Gesetz eingeführt wurde, hat sich bewährt, und sie wird im Sinne der Planungssicherheit der freien Träger auch beibehalten. Wir haben im Regierungsprogramm vereinbart, die Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung weiter zu stärken. Und deshalb sieht der Gesetzentwurf mehrere Verbesserungen vor, vor allem auch Verbesserungen in finanzieller Hinsicht. Bereits in der Vergangenheit wurde zugunsten der freien Träger von mehreren möglichen Erfahrungsstufen immer die höchste gewählt. Und nachdem zwischenzeitlich die Erfahrungsstufe 6 im TVH eingeführt wurde, sieht unser Gesetzentwurf jetzt durchgängig die Anwendung der Stufe 6 vor. Das bedeutet eine außerplanmäßige Erhöhung der Förderpauschale für die freien Träger um ungefähr 3%. Die Pauschale je Fall, die die kommunalen und ärztlichen Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen abrechnen können, wurde in den letzten 10 Jahren nur marginal angepasst. Und damit wir die Trägerpluralität weiter sicherstellen können, erhöhen wir die Fallpauschale jetzt von 59,50 € auf 75 €. Seit es das Schwangerschaftskonfliktgesetz gibt, wird die Senkung des Anteils ärztlicher Beratungsstellen gefordert. Und gleichzeitig ist es ganz wichtig, die Pluralität in der Beratung auch gewahrt zu lassen. Hier haben wir einen guten Kompromiss gefunden und den Anteil der ärztlichen Beratungsstellen von maximal 20 auf maximal 15% gesenkt. Wir fördern als Land seit 2019 freiwillig die Overhead-Kosten, die bei der Abwicklung der Mittel aus der Bundesstiftung Mutter und Kind Schutz des ungeborenen Lebens entstehen, mit bis zu 100.000 €. Die Stiftungsmittel in Höhe von über 6 Millionen € pro Jahr für Hessen, mit denen Schwangere in Notlagen schnell und unbürokratisch finanziell unterstützt werden, können nur in den Beratungsstellen beantragt werden.
Sie haben deshalb eine ganz wichtige Türöffnerfunktion. Die Administration verursacht in Hessen Kosten von jährlich etwa 120.000 €. Diese Verstetigung der Förderung durch das Land bringt also auch an dieser Stelle den freien Trägern Planungssicherheit. Und nicht zuletzt trägt das Land noch stärker zur Transparenz bei und veröffentlicht künftig eine Liste aller geförderten Beratungsstellen. Dadurch kann jede und jeder sehen, welche Beratungsstellen Teil des staatlichen Beratungssystems sind und die entsprechenden Anforderungen erfüllen. Die Pauschale wird im nächsten Jahr ca. 84.000 € je Vollzeitberatungspersonalstelle betragen. Das hängt natürlich definitiv dann vom Ergebnis der Tarifverhandlungen zum TVH ab. Aber sie wird in jedem Fall damit im Ländervergleich einen der Spitzenplätze einnehmen. Und daneben tritt die verstetigte Förderung der Overheadkosten für die Vergabe der Mutter-Kind-Stiftungsmittel. Sie sehen an diesem Paket, wir schätzen die Arbeit der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen sehr und sind dankbar, dass den BürgerInnen in Hessen ein vielfältiges und ein wohnortnahes Angebot zur Verfügung steht. Das Maßnahmenbündel, das Sie in dieser Gesetzesnovelle niedergelegt finden, sorgt dafür, dass dieses Angebot auch in Zukunft gesichert ist. Und ich setze deshalb auf eine breite Unterstützung durch den Hessischen Landtag. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einbringung, Herr Staatsminister. Ich eröffne die Aussprache. Erste Rednerin ist die Abg. Böhm für die Fraktion DIE LINKE. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Heute wird weltweit der Safe Abortion Day begangen. 1990 rief ein Netzwerk von Aktivistinnen in Lateinamerika und der Karibik die Campaña 28 Septiembre aus, den Aktionstag zum 28. September. Seitdem sind an diesem Tag Frauen und Männer unterwegs, um für einen sicheren, entkriminalisierten, kostenfreien Zugang zum Schwangerschaftsabbruch zu kämpfen. Auch in Deutschland muss das sexuelle Selbstbestimmungsrecht von Frauen gestärkt werden. Dazu ist es notwendig, die Paragraphen 218 und 219a aus dem Strafgesetzbuch zu streichen. Das diesjährige Motto für den Aktionstag heißt dementsprechend 150 Jahre Widerstand gegen den Paragraph 218 Strafgesetzbuch. Es reicht. In Hessen finden dazu heute Aktionen in Darmstadt, Frankfurt, Gießen, Limburg und Wiesbaden statt. Ich danke den Aktiven vor Ort für ihr Engagement und wünsche ihnen eine gute Resonanz. Auch wenn wir wissen, dass es in vielen Ländern noch schwieriger ist, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Ich erinnere nur an das Verbot in Texas, sogar nach einer Vergewaltigung. Es ist notwendig, bei uns in Hessen dafür zu sorgen, dass das Recht tatsächlich gewährleistet ist. Durch die großen Hürden, die Ärztinnen und Ärzten auferlegt werden, dass sie z.B. nicht mehr über den Abbruch und die verwendeten Methoden informieren dürfen, gibt es immer weniger Möglichkeiten für Frauen, den Abbruch in Hessen tatsächlich durchzuführen. Hier ist die Landesregierung verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Frauen die Möglichkeit haben für einen Schwangerschaftsabbruch und dass sie auch die freie Wahl haben, mit welcher Methode dieser durchgeführt werden soll. Kommen Sie dieser Verpflichtung doch endlich nach. Umso größere Bedeutung kommt den Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen zu. Diese haben die Aufgabe, Frauen zu helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte Entscheidung zu treffen. Und dafür danke ich allen Beratungsstellen und den Ärztinnen, die diese Aufgabe übernehmen, aber auch den Ärztinnen, die die Abbrüche durchführen, für ihre verantwortungsvolle Arbeit, für ihr Engagement, ihren Mut und ihr Durchhaltevermögen.
Ich bedanke mich gerade bei den Beraterinnen, die viel Arbeit damit haben, mit den Frauen eine Möglichkeit zu finden, den Abbruch rechtzeitig durchzuführen, weil es beispielsweise in Osthessen gar keinen Arzt oder eine Ärztin gibt, die das tatsächlich auch noch macht. Es gibt viele Widerstände durch rechte und klerikale Gruppen, die Gott sei Dank dank unseres Gesetzentwurfs aus 2019 nicht mehr die Frauen direkt vor der Beratungsstelle beeinflussen dürfen. Aber es gab auch in der Corona-Pandemie Probleme mit Schutzausrüstung und in der Frage, ob Schwangerschaftsabbrüche verschiebbare Eingriffe sind. Jetzt liegt uns der Gesetzentwurf der Landesregierung vor. Wie gewohnt kommt er zu spät. Wie gewohnt bringt er keine Verbesserung. Unsere Kritik entzündet sich insbesondere an vier Punkten. Es ist ein zu kleiner Schritt, den Anteil der ärztlichen Beratungsstellen von maximal 20% auf 15% zu senken. Das war und ist ein Sparprogramm der Hessischen Landesregierung. Da die Ärztin nur eine Pauschale von demnächst 75% für jede Beratung nach dem § 5 bekommen. Sie führen aber wesentlich weniger Beratungen durch als eine Beratungsfachkraft. Dieses Vorgehen führt zur Unterfinanzierung der Beratungsstellen. Diese machen nämlich viel mehr. Sie beraten in Fragen der Sexualaufklärung, der Verhütung, der Familienplanung sowie allen anderen die Schwangerschaft betreffenden Fragen. Ich bedanke mich sehr, dass die Beratungsstellen trotz der mangelhaften Ausstattung durch das Land diese verantwortungsvolle Aufgabe auch verantwortungsvoll ausführen. Allerdings sind auch Ihnen finanziell die Hände gebunden. Wartezeiten, lange Wege und eingeschränkte Beratungsleistung sind die Folge für alle, die die Beratung in Anspruch nehmen wollen. Gemeinsam mit der Liga der Wohlfahrtsverbände fordern wir Ärztinnen nicht mehr auf dem Beratungsschlüssel von 1 zu 40.000 Einwohnerinnen anzurechnen. Das Zweite ist, es bleibt mir ein Rätsel, warum nur 80% der Personalstellen finanziert werden. Warum für die Beratung nur eine 80%-Stelle vorgesehen und nur aus dieser 80%-Rechnung die Sachkosten berechnet werden. Das reicht doch vorne und hinten nicht, um die Beratung ordentlich zu finanzieren. Es ist ja schön, dass Sie tarifliche Veränderungen in diesem Gesetz berücksichtigen, aber doch nicht erst nach 4 Jahren. Wie sollen denn die Träger für die Finanzierung der tarifgerechten Zahlung aufkommen? Mit sozialpädagogischen Bildungsangeboten, mit Bußgeldern und Spenden, was Sie in den Vorjahren ja irgendwie immer noch so einigermaßen hingekriegt haben, das ging ja unter Corona überhaupt nicht mehr. Und es ist dringend erforderlich, die Finanzierung auf feste Beine zu stellen und eine automatische Anpassung an Tariferhöhung im Gesetz festzuhalten. Und die Tariferhöhung muss spätestens mit der Jahresendabrechnung ausgeglichen werden. Schließlich handelt es sich hier vorwiegend um Frauenarbeitsplätze. Viele arbeiten in Teilzeit. Das bedeutet, sie sind oft genug nicht in der Lage, von ihrer Arbeit gut leben zu können. Und das bedeutet auch im schlimmsten Fall Altersarmut, und zwar von der Hessischen Landesregierung geförderte Altersarmut. Das Gesetz wird auf 7 Jahre befristet. Wie wir diese Landesregierung kennen, hoffentlich gibt es mal eine, die das anders macht, wird das Gesetz vorher nicht angepasst, auch wenn die Opposition es beantragt. Damit werden die niedrigen Pauschalen für Personal und Sachkosten festgeschrieben. Die Träger haben nicht einmal die Hoffnung, dass sich Kleinigkeiten ändern werden. Der vierte Punkt ist, wir wissen ja, wie wichtig für diese Landesregierung die Digitalisierung ist. Sie haben ja sogar ein eigenes Ministerium dafür geschaffen. Wenn Sie aber die Träger der Beratung, für die das Land verpflichtet ist, aufzukommen, ohne jede finanzielle Unterstützung lassen, um die Digitalisierung auch in Ihrem Bereich voranzutreiben, wie soll das denn funktionieren? Sie haben sich bisher geweigert, ein Förderprogramm zur Digitalisierung der Sozialwirtschaft aufzulegen. Die Träger verfügen aber über keine finanziellen Möglichkeiten. In den Sachkosten ist die Digitalisierung nicht vorgesehen. Entweder entscheidet sich diese Landesregierung dafür, ein Innovationsförderprogramm für soziale Einrichtungen aufzulegen, von dem auch dann die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen profitieren,
um die fachlich, technisch und organisatorisch qualitätsgesicherte Weiterentwicklung digitaler und niedrigschwelliger Beratungsformate sicherzustellen. Oder es wird notwendig sein, Frau Abgeordnete Blüm, Sie müssen zum Schluss kommen, die Sachkostenpauschale entscheidend zu erhöhen. Und zum Tag des sicheren Schwangerschaftsabbruchs gehört auch die Vorlage eines Gesetzes für eine gute Absicherung der Beratungsstellen. Das hat die Landesregierung heute verpasst. Ich erwarte Protest bei der Anhörung und hoffe auf Änderungen am Gesetz in der Folge. Danke schön. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Böhm. Für die Fraktion der AfD hat sich die Abgeordnete Papst-Sippel zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Hessische Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz ist bis zum 31.12. diesen Jahres befristet und muss somit verlängert werden. Es müssen weiterhin inhaltliche Anpassungen bei der Anzahl der Beratungsstellen nach gesetzlichem Schlüssel und im Bereich der finanziellen Ansprüche der Träger der Beratungsstellen erfolgen. Bei der Anzahl der Beratungsstellen fällt auf, dass in § 2 Absatz 2 die Anzahl der ärztlichen Beratungsstellen von maximal 20 auf 15% gesenkt werden soll. Die geforderte Pluralität im Angebot unterschiedlicher Träger der Konfliktberatung ist eher auf private bzw. Wohlfahrtsverbände beschränkt. Es gibt laut Vorblatt nur eine einzige kommunale Beratungsstelle, die davon profitiert, dass der Abrechnungsbetrag erhöht wird. Der Staat, meine Damen und Herren, ist verfassungsrechtlich in der Pflicht, diese Aufgabe zum Schutz des ungeborenen Lebens in hoher Qualität anzubieten. Dabei ist das Schutzgut ganz klar das Leben und die Würde des Menschen, und zwar schon von der Einnistung der Eizelle an. Ich zitiere aus dem Schriftstück des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages mit dem Aktenzeichen WD 7 30256 aus 18. Die Schutzpflicht beginnt jedenfalls mit der Einnistung des befruchteten Eis in die Gebärmutter. Denn fortan handelt es sich um ein individuelles, genetisch einmaliges und nicht mehr teilbares Leben. Das Ungeborene wird im Wachstumsprozess nicht erst zum Menschen, sondern entwickelt sich als solcher weiter. Mit dieser eindeutigen Festlegung wird klar, dass die Beratung zum Schutz eben dieses Lebens höchsten qualitativen Ansprüchen genügen muss. Insofern ist eine solide finanzielle Basis für die Beratung, bei der auch mehrere Gesprächstermine stattfinden können, zu schaffen. Leider erscheint der Betrag von 75 € pro Beratungsfall nicht gerade üppig, wenn in einem Beratungsfall mehrere Gespräche zur Entscheidungsfindung notwendig werden. Das Schutzziel des Gesetzes und der Beratung wird erst komplettiert durch eine mögliche Auswertung der anonymisierten und freiwilligen Angaben zu Abtreibungsgründen und Lebensumständen der Schwangeren, damit adäquate Unterstützungsangebote im Vorfeld aufgebaut werden können. Für jede Schwangere wird also ein fester Betrag gezahlt, egal wie viele Gespräche sie benötigt, um sich zu entscheiden. Der genannte Betrag wirkt hier wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Da der Staat verpflichtet ist, sich schützend vor das ungeborene Leben zu stellen, muss die delegierte Aufgabe der Schwangerschaftskonfliktberatung höchsten Ansprüchen genügen. In diesem Kontext erscheint es uns zunächst fraglich, die Höhe der finanziellen Ansprüche der Beratungsstellen auf die gesetzlichen Mindestvorgaben zu begrenzen. Ich habe hier im Plenum schon einmal angemerkt, dass die Anzahl der Abtreibungen in Deutschland mit ungefähr 100.000 Kindern und ca. 7.000 Kindern in Hessen immer noch zu hoch ist. Der Schwangerschaftskonfliktberatung kommt hier eine zentrale Verantwortung zu, die weit über einen formalen Verwaltungsakt hinausgeht. Für die betreffende Frau kann eine Abtreibung ein lebenslanges Problem werden, auch wenn sie das in der akuten Situation nicht erkennt. Das oben angeführte Zitat
macht die Verantwortung für das ungeborene Leben ab dem Zeitpunkt der Einnistung deutlich. Wir sind gespannt auf weitere Informationen und Beratung im Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Papst-Dippel. Für die Fraktion der SPD hat sich jetzt die Abg. Geisberg zu Wort gemeldet. Gersberg, Entschuldigung. Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Heute ist der International Safe Abortion Day. Meine Kollegin hat es bereits erwähnt. Und auch ich möchte im Namen der SPD-Fraktion allen Demonstrantinnen und Demonstranten, die heute in über 60 Städten in Deutschland auf die Straße gehen, meinen Gruß aussprechen. Vielen Dank für Ihren Einsatz. Sie wollen ein Zeichen setzen für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Und auch wir, die SPD, haben in unserem Bundestagswahlprogramm festgelegt, dass wir die Paragraphen 219a und 218 aus dem Strafgesetzbuch streichen wollen. Ich bin mir sicher, dass die Koalition, die wir gerade schmieden werden im Bundestag, schaffen wird, dieses Vorhaben auch jetzt endlich umzusetzen. Aktuell ist es aber noch so, dass Frauen, die in Erwägung ziehen, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen, sich beraten lassen müssen vorher. Und daraus leitet sich eben ein gesetzlicher Auftrag ab, eine ausreichende Beratungsinfrastruktur auch zu gewährleisten. Und das ist in Hessen eben nicht der Fall. Und das ändert auch nicht der vorliegende Gesetzentwurf. Denn die Finanzierung der Beratungsstellen ist nicht gesichert. Es besteht keine Planungssicherheit. Die Eile und die Kurzfristigkeit, mit der dieser Entwurf nun eingebracht wurde, nämlich kurz bevor die Frist abläuft, zeigt auch, dass der Stellenwert, den die Landesregierung diesem Thema gewidmet hat, nicht besonders hoch ist. Die Landesregierung erfüllt auch nur einem Gesetzesentwurf oder einer Gesetzesvorgabe des Bundes. Auch die Verlängerung des Gesetzes auf weitere 7 Jahre wirkt auf mich etwas willkürlich. Warum sagt man nicht längerfristiger? Warum nicht in 10 Jahren? Müssen die Beratungsstellen jetzt nach 7 Jahren wieder bangen, dass die Finanzierung nicht gesichert ist? Kommen wir zu den konkreten Inhalten. Beginnen wir mit den Förderpauschalen. Noch immer finanziert das Land Hessen die Personalkosten der Beratungsstellen nur zu 80%. Träger müssen sich bemühen, die restlich benötigten Mittel über die Akquirierung von Spenden oder weiteren Fördergeldern sicherzustellen. Das hat dann häufig zur Folge, dass viele Spendenaktionen organisiert werden müssen, was Arbeitskraft kostet, die eigentlich für die Beratung der Frauen benötigt wird. Das ist ein Umstand, den wir endlich ändern müssen. Kolleginnen und Kollegen, reden wir über die Absenkung der Ärztequote in der Förderung. Die bundesgesetzlich vorgeschriebene Evaluation hat gezeigt, dass wenn 20% der Förderung an Ärztinnen und Ärzte gehen, die staatlich anerkannt sind und Beratungen durchführen dürfen, dass dann zu wenige finanzielle Kapazitäten für die Beratungsstellen der anderen Träger zur Verfügung stehen. Und die Liga hat schon frühzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass eine Absenkung auf 15% auch nicht ausreicht, um das Problem zu bewältigen. Für eine Sicherstellung der im § 2 Schwangeren-Konfliktgesetzberatung definierten Beratungsspektrum müssten staatlich anerkannte Ärzte und Ärzte, die als Beratungsstellen anerkannt werden können, gänzlich aus der Berechnung des Versorgungsschlüssels herausgerechnet werden. Kolleginnen und Kollegen, reden wir über die Ablehnung der Förderpauschalen an den Tarif des öffentlichen Dienstes. Das ist natürlich sehr sinnvoll. Frau Böhm hat schon gesagt, dass viele der Mitarbeitenden in den Beratungsstellen Teilzeit arbeiten, dass sie Frauen sind, also sehr viele Frauen. Und das ist natürlich wichtig, dass sie in der Tarif bezahlt werden. Und das möchten wir auch gewährleisten, dass die Beratungsstellen das können. Aber das funktioniert natürlich nicht, wenn, wie gesagt, erst nach 4 Jahren die Tariferhöhung eingespeist wird. Da entstehen sehr große Lücken. Die Vorstände sitzen zusammen und überlegen, wie sie diese Finanzierungslücke jetzt wieder decken können. Dann erfolgt noch eine Spendengala oder Ähnliches, damit das geschehen kann. Das ist kein Zustand. Das wird der Ernstigkeit des Themas auch nicht gerecht.
reden wir über die Zukunftsfähigkeit. Tatsächlich haben wir gesehen, zu Beginn der Corona-Pandemie, jetzt müssen die Beratungen online stattfinden. Und dann waren nicht genug Rechner dort zur Verfügung. Und ganz am Anfang war es dann wirklich so, dass die Beratungsstellen sich überlegt haben, wen können wir jetzt noch anhauen. Die haben die Städte und Gemeinde gefragt. Sie haben aber auch, ich kenne eine Beratungsstelle, die musste dann bei der Lotterie nachfragen, ob sie dann nicht noch irgendwelche Gelder haben für einen weiteren Rechner. Also es war am Anfang sehr behäbig. Und auch jetzt ist es so, dass für die Digitalisierung überhaupt nichts vorgesehen ist im Gesetzentwurf. Also keine weiteren PCs, keine Beratung für Datenschutz, keine Wartung der Geräte, keine Weiterbildung der Mitarbeitenden. Das muss es natürlich alles geben. Und das fehlt komplett in diesem Gesetzentwurf. Und da muss dringend nachgesteuert werden. Was ich auch gerne noch ansprechen möchte, ist, dass viele Beratungsstellen auch mal während der Förderperiode wegfallen. Also da gibt es dann Ärztinnen und Ärzte, die dann nicht mehr beraten wollen, die das wieder abgeben, oder auch eine Beratungsstelle gibt auf, kann nicht mehr weiter angeboten werden, und dann wird nicht nachjustiert. In der Vergangenheit wurde das nicht gemacht. Und was da jetzt auch eigentlich vorgesehen werden müsste, ist, dass man, wenn das geschieht und im Laufe der Förderperiode Beratungsstellen ausfallen oder Ärztinnen und Ärzte ausfallen, dass man dann guckt, wie sind die Auswahlkriterien, kann man da noch mal anpassen, und kann man auch bestimmte Träger zur Antragstellung konkret auffordern, um den Versorgungsschlüssel wieder zu decken. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute, Frau Präsidentin, Entschuldigung, heute am Safe Abortion Day möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass jede Frau, die einen Abbruch vornehmen möchte, das auch machen wird. Die Gründe dafür sind vielfältig und sie sind sehr persönlich. Und wenn es keine legalen Möglichkeiten gibt, einen Abbruch durchzuführen, dann werden diese Frauen ihre Schwangerschaft selbst beenden oder unhygienischen Bedingungen von Laien vornehmen lassen. Und deshalb, wenn Sie sagen, es gibt so viele Abbrüche in Deutschland, es ist nicht der Weg, den schwangeren Konfliktberatungsstellen zu sagen, ihr müsst die Frauen dahin triezen, dass sie diese Abtreibung nicht vornehmen lassen werden. Dann muss man sozialpolitische Maßnahmen sich überlegen. Ja, dann muss man überlegen, wie kann man Alleinerziehende unterstützen? Wie kann man sehen, dass Beruf und Familie besser vereinbar ist? Und viele, viele Gründe. Ja? Wie kann man Frauen aus häuslicher Gewalt befreien? Und ich weiß nicht, was die AfD dafür Konzepte hat. Auf diesem Weg geht es jedenfalls nicht. Keine. So ist es nämlich. Zum Abschluss meiner Rede möchte ich auch die Solidarität der SPD-Fraktion mit Frauen in Polen und Texas und auf der ganzen Welt aussprechen, die Abtreibungsverboten ausgesetzt sind. Frauen auf der ganzen Welt verdienen eine gute Beratungs- und Gesundheitsversorgung und Selbstbestimmung über den eigenen Körper und das eigene Leben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Gersberg. Für die Fraktion der Freien Demokraten hat jetzt die Abg. Knell das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine Schwangerschaft kann größtes Glück bedeuten. Eine Schwangerschaft kann aber auch ein Albtraum sein, wenn ein Baby nicht gewollt ist. Und dafür können Frauen unterschiedliche Gründe haben. Diese sind zu respektieren, denn das Recht auf Selbstbestimmung gilt laut Grundgesetz für Männer wie auch Frauen. Und insbesondere gilt darin das enthaltene Recht auf körperliche und damit auch sexuelle Selbstbestimmung. Der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen und zu Informationen diesbezüglich ist deswegen ein zentraler Hebel dieser Selbstbestimmtheit für Frauen. Sachliche Informationen über einen Abbruch zu erhalten, ist für schwangere Frauen und ihr näheres Umfeld essentiell. Weil nur wer sich umfangreich informieren kann, kann die verschiedenen Optionen, die zur Auswahl stehen, abwägen. Und nur wer informiert ist, kann guten Gewissens eine Entscheidung treffen. Keine Frau sollte sich stigmatisiert fühlen, weil sie einen Abbruch durchführen möchte. Es ist ihr gutes Recht, unabhängig davon, wie viele Zahlen am Ende in einem Land zustande kommen. Landesrechtliche Regelungen wie der vorliegende Gesetzentwurf der Landesregierung müssen daher zum Ziel haben, das Informationsrecht bezüglich der Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen möglichst großzügig zu gestalten.
Frauen dürfen keinerlei Hürden in den Weg gestellt werden, um die oft knappe 12-Wochen-Frist einzuhalten. Beratungstermine müssen deswegen zeitnah verfügbar sein. Und auch im ländlichen Raum ist der Zugang zu Informationsangeboten umfangreich zu gewährleisten. Und das ist eben nicht überall der Fall. Eine flächendeckende Versorgung mit Beratungsstellen und Einrichtungen, die einen Abbruch vornehmen, ist hierfür unabdingbar. Denn wenn eine schwangere Frau die Entscheidung fällt, dass sie das Kind nicht bekommen möchte, muss es innerhalb der gesetzlichen Frist auch möglich sein, diese Entscheidung umzusetzen. Und das Strafrecht regelt in § 218a die Voraussetzung für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch. Als Freie Demokraten treten wir auf Bundesebene für die Abschaffung des § 219a Strafgesetzbuch des sogenannten Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche ein. Für uns ist auch klar, dass eine sachliche Information über den Abbruch für schwangere Frauen möglich sein muss. Deswegen ist § 219a, das wurde ja auch schon von Kolleginnen gesagt, zu streichen, denn er stellt die sachliche Information zu legalen Schwangerschaftsabbrüchen unter Strafe. Diese Forderung ist erstmal Grundlage meiner Ausführungen zur vorliegenden Gesetzesvorlage. Das hessische Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz ist bis zum Ende dieses Jahres befristet, haben wir jetzt ja mehrfach gehört. Jedoch die darin geregelte Anzahl der Beratungsstellen und die Höhe der finanziellen Ansprüche der Träger dieser Beratungsstellen auch zukünftig zu sichern und so Frauen dann eben auch den Zugang zu Informationen bereitzustellen, bedarf es einer gesetzlichen Regelung. Welche Änderungen sieht nun der vorgelegte Gesetzesentwurf vor und wie sind diese zu bewerten? Erstens möchte der Gesetzgeber ein Verzeichnis der geförderten Beratungsstellen veröffentlichen. Dieser Schritt ist grundsätzlich zu begrüßen, denn Informationen sind der Schlüssel zur Mündigkeit. Das habe ich schon gesagt. Sie sind die Grundlage, auf welcher die Entscheidung eines Schwangerschaftsabbruchs zu fällen ist. Allerdings ist nicht hinreichend geklärt, wie eine solche vom Gesetzgeber als in geeigneter Weise umschriebenen Veröffentlichung durchgeführt wird. Und wie genau stellt das zuständige Ministerium diese Informationen der breiten Bevölkerung zur Verfügung? Wie oft ist eine Aktualisierung dieses Verzeichnisses geplant? Und wie wird eine Barrierefreiheit gewährleistet? Hier sind, denke ich, weitere Bestimmungen notwendig. Und ich fordere deswegen auch die regierungstragenden Fraktionen auf, ihre Arbeit gründlicher zu erledigen. Zweitens möchte der Gesetzgeber den Versorgungsschlüssel ändern und den Anteil der staatlich anerkannten Ärztinnen und Ärzte an geförderten Beratungsstellen von 20% auf 15% absenken. Ein Blick in die Praxis lässt mich diesen Schritt zunächst erstmal kritisch beurteilen. Ärztinnen und Ärzte erbringen in einem deutlich geringeren Umfang Beratungstätigkeiten, als es Beratungsstellen tun. Und ich habe Bedenken, dass man hier dem Beratungsbedarf nicht im vollumfänglichen Maße gerecht wird und rege auch an, Ärztinnen und Ärzte im Versorgungsschlüssel unberücksichtigt zu lassen. Drittens ist eine Reihe von Anpassungen wie die Aktualisierung des Datums des Bevölkerungsstandes als Grundlage für den Beratungsfachkräfteschlüssel, der Stufen des zugrunde gelegten Tarifvertrags und der Pauschalen für eine Beratung durch kommunale Träger und ärztliche Beratungsstellen zu nennen. Ich rege hier an, insbesondere den Finanzierungsbedarf in Rücksprache mit den freien Trägern noch einmal zu überprüfen und sicherzustellen, dass die notwendigen Personal- und Sachkosten dann auch wirklich ausreichend gedeckt sind, weil hier darf nicht gespart werden. Die finanzielle Förderung von Beratungsstellen ist entscheidend, um schwangeren Frauen sowie ihren Angehörigen den Zugang zu Informationen nach § 2 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes zu gewährleisten. Und die Corona-Pandemie wurde schon angesprochen. Während der Pandemie haben Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen unter erschwerten Bedingungen die Informations- und Beratungsangebote weiter aufrechterhalten und sind auf telefonische sowie digitale Angebote umgestiegen. Dabei haben sie über Schwangerschaft und Geburt auch unter Corona-Bedingungen informiert und so Schwangeren und ihren Partnern bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Und nicht zuletzt die digitalen Angebote stellen auch neue Möglichkeiten dar, um eine flächendeckende Versorgung mit Informationen sicherzustellen und so eben gerade auch im ländlichen Raum, aber auch insgesamt niederschwellig Beratungen anzubieten. Und das Potenzial, das die Digitalisierung an dieser Stelle bietet, ist, denke ich, noch längst nicht ausgeschöpft. Und so ermöglicht die Einbindung auch von Videodolmetschern noch mehr Frauen in Hessen Beratungsangebote, weil wir wollen auch nicht, dass jemand aufgrund sprachlicher Barrieren ausgeschlossen wird. Neben solchen Anpassungen sowie Weiterentwicklungen der Beratungsleistungen geht es hierbei auch darum,
die technischen Voraussetzungen bereitzustellen. Es wurde ja eben schon auch gesagt, es wäre wünschenswert gewesen, dass die Landesregierung diesen Aspekt auch in ihrem Gesetzentwurf stärker berücksichtigt hätte. Frauen müssen alle Informationen und Möglichkeiten bereitgestellt werden, um aus freien Stücken zu entscheiden, ob sie Mutter werden wollen oder nicht. Die Gründe hierfür können vielfältig sein, aber es obliegt ausschließlich den Frauen, über ihre Körper selbstbestimmt zu entscheiden. Und die Politik hat die Verantwortung, die Rahmenbedingungen für diesen Entscheidungsprozess festzulegen. Und sie darf aus Sicht der Freien Demokraten Frauen an dieser Stelle keinerlei Steine in den Weg legen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Knell. Für die Fraktion der CDU hat jetzt die Abgeordnete Ravensburg das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist vielfach berichtet worden, und der Minister hat das Gesetz eingeführt. Wir sprechen heute über das hessische Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz, was ja ein Bundesgesetz ist. Und unser Gesetz hat die Aufgabe, die Finanzierung der Beratung sicherzustellen, damit alle diejenigen, die Beratung in Anspruch nehmen müssen und wollen, auch ein Beratungsangebot finden. Das Gesetz läuft in 2021 zum Jahresende aus und soll mit dem neuen Gesetzentwurf verlängert werden. Das Gesetz beinhaltet zudem eine ganze Reihe von qualitativen Verbesserungen. Viele hat der Minister ja vorhin schon vorgestellt. Grundlage dieses Entwurfs sind die Ergebnisse der Evaluation. Wir begrüßen, dass die Finanzierungsgrundlage sich ab 2022 deutlich verbessern wird. So orientiert sich die jährliche Pauschale für die freien Träger an der höheren und neuen Tarifstufe E9b. Und zudem wird die Erfahrungsstufe von 5 auf 6 festgelegt. Bei den kommunalen und ärztlichen Beratungsstellen gibt es auch eine Erhöhung. Dort wird nämlich die Pauschale und nur dort, Frau Papst-Dippel, von 59,50 Euro auf 75 Euro erhöht. Und zudem wird ab 2023 die Dynamisierung greifen, sodass auch die künftigen Tarifsteigerungen mit berücksichtigt werden können. Diskussionen gab es seit Jahren über die Anrechnung der Arztstellen, und diese werden jetzt im Gesetzentwurf von 20% auf 15% reduziert. Das ist ein deutliches Entgegenkommen gegenüber den freien Träger, die das lange gefordert hatten. Ja, ich weiß, Sie haben noch weitere Wünsche. Trotzdem ist das schon ein ganz wichtiger Schritt, und ohnehin sind bereits nur 13% der Arztstellen besetzt. Die Zahl der Beratungspersonalstellen orientiert sich an der jeweils für 3 Jahre festgeschriebenen Bevölkerungszahl. Aber hier gibt es auch eine Verbesserung, denn das haben die freien Träger häufig gefordert, nämlich dass der Stichtag nach vorn verlegt wird. Und, denn dann ist die Bemessungsgrundlage aktueller und dann auch zum Vorteil der Beratungsstellen. Und dem trägt auch dieser Gesetzentwurf Rechnung. Einen weiteren Punkt möchte ich nennen, das ist nämlich die Verbesserung der Transparenz. Frau Knell hat es vorhin auch erwähnt, dass nämlich Beratungssuchende künftig über ein vom Sozialministerium bereitgestelltes Listenangebot sich informieren können, wo sind die Standorte, wer ist der Träger, wo kann ich mich beraten lassen. Ich habe da allerdings keine Bedenken, dass es nicht einfach möglich ist, denn barrierefreie Veröffentlichungen sind heute übers Internet, über Homepages gang und gäbe und völlig üblich. Da habe ich überhaupt keine Angst, dass dort es Probleme gibt, den Zugang zu dieser Liste zu finden.
Diese Transparenz die ist auch deshalb wichtig, weil wir immer für ein plurales Beratungsangebot in Hessen waren. Und die ratssuchenden Frauen die sollen auswählen können, wo sie sich beraten wollen. Denn diese Beratung ist wichtig, denn sie muss nicht nur am Ende dass die Vorbereitung für einen Abbruch sein, sondern die Beratungsangebote sind weiter und breiter, und es kann durchaus am Ende dieses Beratungsprozesses auch die Entscheidung für das Kind sein. Denn viele Frauen brauchen auch Hilfestellung, weil sie plötzlich vor einer Situation stehen, wo sie Hilfe brauchen, eine Beratung brauchen, wie sie das Leben mit einem Kind bewältigen können. Deshalb ist mir ein ganz besonderes Anliegen, dass die Verteilung der Mittel aus der Bundesstiftung Mutter und Kindschutz des ungeborenen Lebens auch künftig in Hessen sichergestellt wird. Nachdem es Probleme bei der Finanzierung gab, haben die Fraktionen von CDU und Grünen sichergestellt, dass ab 2019 sich das Land an dieser Finanzierung der Koordinierungsstelle bei der Diakonie Hessen beteiligt, zur Förderung der Overheadkosten. Und das wird jetzt in diesem Gesetz verankert, sodass wir hier den Beratungen der Koordinationsstelle Planungssicherheit geben können und auch zukünftig die Verteilung der Mittel an bedürftige Mütter möglich ist. Das ist uns ein ganz besonderes Anliegen gewesen. Und damit können Schwangere nach der Geburt unbürokratisch und sehr niederschwellig unterstützt werden, z.B. bei der Anschaffung der Erstausstattung für dieses Kind. Denn ich finde, es darf nicht sein, dass Mütter oder Schwangere so eine große Sorge haben, dass sie mit der Finanzierung der Geburt ihres Kindes nicht finanziell klarkommen, dass sie sich nur aus diesem Grunde gegen ein Kind entscheiden. Das darf nicht sein, und hier brauchen sie Unterstützung. Und da ist natürlich Mutter- und Kindstiftung nur ein Baustein davon. Meine Damen und Herren, die Schwangerschaftskonfliktberatung ist eine gesetzlich verankerte Aufgabe. Sie soll die Schwangeren beraten, die sich eben in einer besonderen Konfliktsituation befinden. Es ist für sie oft eine schwierige Entscheidung für oder gegen das Kind. Deshalb danken wir allen Beraterinnen und Beratern in den Beratungsstellen, allen Ärzten, die mit viel persönlichem Einsatz, und zwar auch in der Corona-Pandemie, die Beratung sichergestellt haben. Wir haben auch mit den freien Trägern gesprochen. Sie haben gesagt, sie haben telefonisch beraten, aber das kann das persönliche Gespräch nicht ersetzen, sodass sie so schnell wie möglich versucht haben, trotz der Gefahren in der Pandemie wieder zur persönlichen Beratung zurückzugehen. Im vorliegenden Ausführungsgesetz wird die Finanzierung der Beratung novelliert und verbessert. Weitere Gespräche werden wir führen, und wir sehen den Beratungen im Ausschuss entgegen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Ravensburg. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt die Abg. Brünnel das Wort. Bitte schön. Ja, sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Uns liegt hier der Gesetzentwurf zum dritten Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes des Schwangerschaftskonfliktgesetzes in erster Lesung vor, das bis zum 31. Dezember dieses Jahres befristet ist und weiterhin erforderlich bleibt, um eben die Anzahl der Beratungsstellen auf den gesetzlichen Schlüssel und die Höhe der finanziellen Ansprüche der Träger zu regeln. Es ist bereits schon vieles gesagt worden, und ich werde in meinen Ausführungen nur kurz auf die Einzeländerungen im Gesetzentwurf eingehen. Aber eins möchte ich an dieser Stelle nicht versäumen, nämlich die Bedeutung der Schwangerschaftsberatungsstellen herauszustellen und mich für den Einsatz und das Engagement, gerade auch während der Pandemie, an dieser Stelle ganz herzlich zu bedanken.
Durch den regelmäßigen Austausch mit den Trägern und auch den verantwortlichen Akteuren kann ich nachvollziehen, welche Kraftanstrengungen von den Beratungsstellen und ihren Mitarbeiterinnen unternommen wurden, um die Beratung aufrechtzuerhalten und wie es schlussendlich dann auch bewerkstelligt wurde. Sie waren für Frauen, die Beratung im Falle einer Schwangerschaftskonfliktsituation gebraucht haben, immer erreichbar, und sie konnten auch Beratungsstellen in digitaler Form ausstellen. Das heißt, dann, wenn es in Präsenz nicht möglich war, war auch eine Beratung per Telefon möglich, und es konnte der Beratungsschein ausgestellt werden. Hier hat das Land Hessen ja auch sehr schnell reagiert. Familienratsuchende Paare wurden also nicht im Stich gelassen. Aber auch, und das darf man auch nicht vergessen, die Schwangerschaftsberatungsstellen bewerkstelligen auch einen weiteren großen Teil auch im Bereich der Schwangerschaft, der Geburt, der Familienplanung, der Verhütung. Und das stellen Sie auch immer wieder raus, dass es ein wichtiger Aspekt Ihrer Arbeit ist. Frauen konnten sich, wie gesagt, in der Pandemie wirklich auf die Beratung und das bestehende Beratungsangebot verlassen. Die Pandemie hat aber auch gezeigt, dass wir vor neuen Herausforderungen stehen und dass wir vor allen Dingen in einem wirklich stetigen Digitalisierungsprozess sind, den wir sicherlich in den Blick nehmen müssen. Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen arbeiten vertraulich, beraten auf Wunsch anonym und helfen bei der Bewältigung der Konfliktsituation und bei der Entscheidungsfindung, die gesellschaftlich noch wirklich mit vielen Tabus belegt ist. Es liegt auch jetzt an uns, dieses Thema endlich aus der Tabuzone zu holen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich bin dankbar, dass Sie, Frau Böhm, noch einmal darauf hingewiesen haben. Wir in Hessen haben wirklich mit einer bundesweiten einmaligen Handreichung es möglich gemacht, dass die Schwangerschaftskonfliktberatung zu jeder Zeit auch möglich ist durch die Einrichtung von Schutzzonen, sodass wirklich für jede Frau, die Beratung sucht, auch ein diskriminierungsfreier Zugang möglich ist und dass sie nicht von Abtreibungsgegnern oder Gegnerinnen oder sogenannten selbsternannten Lebensschützerinnen bedrängt oder gegängelt wird. Das war ein wichtiger Punkt, der uns gelungen ist, und auch das finde ich hier noch einmal wichtig herauszustellen. Nicht nur, ich habe schon gesagt, im Fall einer ungewollten Schwangerschaft, sondern auch bei all den Fragen rund um Familienplanung, Verhütung oder auch dem unerfüllten Kinderwunsch oder der Geburt, die Situation mit einem Kind danach, stehen die Schwangerschaftsberatungsstellen den Frauen und Paaren und Familien zur Verfügung. Und genau deshalb ist es wichtig, dass wir die Novellierung des HKG nutzen, so wie wir es auch tun, um Verbesserungen vorzunehmen und um langfristig die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen und die Beratung an sich weiter in ihrer Arbeit zu stärken. Lassen Sie mich nun einen Blick auf die Details werfen, auf die einzelnen Paragraphen. In § 1 geht es um bessere Transparenz und Verbraucherschutz der geförderten Beratungsstellen. Bislang gab es in Hessen keine Aufstellung und Veröffentlichung der Beratungsstellen. Ich finde, es ist ein ganz bedeutender Schritt, dass wir zukünftig auch so ein Verzeichnis haben. Das heißt, durch diese Veröffentlichung sind Beratungsstellen leichter auffindbar. Es ist im Sinne der Transparenz sehr sinnvoll, und Ratsuchende haben endlich auch einen vollständigen Überblick über alle Standorte und können auch erkennen, ob der Beratungsansatz auch vom Gesetzgeber tatsächlich so vorgesehen ist. Also es versteckt sich hinter der Beratungsstelle auch wirklich keine tendenziöse Beratung, sondern eine staatlich anerkannte. Des Weiteren sollten in § 2, und hier kommt man einer langjährigen Forderung auch der Träger entgegen, noch einmal der Anteil der anerkannten Ärztinnen, besser gesagt der Anteil der ärztlichen Beratungsstellen am insgesamten Anteil der Beratungsstellen einmal in den Blick genommen werden. Und der wurde hier abgesenkt von 20, war bislang die Obergrenze, auf 15%. Warum nicht ganz darauf verzichten? Das ist immer wieder die Debatte, dass Ärztinnen, sind sie ein Teil einer gewachsenen Beratungslandschaft und sind sie auch dafür zuständig, dass wir die Pluralität des Bildungsangebots tatsächlich abbinden können? Ich denke, darüber sind wir sicherlich immer wieder in der Debatte. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass auch die Ärztinnen und Ärzte in diesem Land diese Beratungsleistung weiterhin anbieten können. Was man natürlich auch machen sollte, ist einen differenzierten Blick noch einmal auf die Aufgaben und die Anforderungen der Beratungsstellen zu nehmen und darum noch einmal zu schauen, ob sich vielleicht auch in dem eine Zunahme an Anforderungen im organisatorischen Bereich ergeben hat. Was für uns aber wichtig ist, vor allen Dingen wichtig ist, dass jede Betroffene ein Beratungsangebot nach § 5 SchKG wahrnehmen kann, sei es bei einer Beratungsstelle oder bei einer ärztlichen oder bei einer Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle.
In § 3 geht es um die Herstellung des Gleichlaufs. Hier ist nun so vorgesehen, dass der Stichtag gleichsam mit der Einreichung der Anträge zusammengelegt wird. Das ist auch ein langjähriger Wunsch der Träger. Und ich denke, dass auch das stärkt noch einmal die Beratung insgesamt. Die notwendigen, wir haben es schon gehört, Personal- und Sachkosten sind insofern erhöht, da sie auf dem TVH basieren und da durch die Trennung von 9a und 9b nun man sich für die höhere Einstufung entschieden hat, also 9b gewählt wurde und auch bei den Erfahrungsstufen von 5 auf 6 gegangen wurde. Und dadurch ergibt sich natürlich auch zwangsläufig eine Erhöhung der Pauschale. Wir haben auch noch einmal über den Beratungsfall eben gerade schon gehört, die Pauschale, die Erhöhung der Pauschale im Beratungsfall, dass sie angehoben wird, sowohl für ärztliche als auch für kommunale Träger von 59,50 auf 75 Euro. Und hier ist sicherlich auch eine Erhöhung, die bei genau da ankommt, wo sie ankommen soll. Frau Ravensburg hat dankenderweise schon es erwähnt, wie wir mit den Abwicklungen der Kosten der Stiftungsmittel Mutter-Kind umgehen. Auch hier kommt es zu einer Verstetigung durch diesen Zuschuss. Und ich glaube, durch die Verstetigung dieser Förderung gibt es auch Planungssicherheit, und es ist auch ein Stück weit Ausdruck eines verstärkten Engagements des Landes in diesem Fall. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der uns vorliegende Gesetzentwurf dient, davon bin ich überzeugt, der Stärkung der Schwangerschaftsberatungsstellen und verbessert sicherlich auch langfristig die Situation der Ratssuchenden. Trotzdem ist es uns wichtig, mit den Trägern ins Gespräch zu gehen und mit ihnen vor allen Dingen auch im Gespräch zu bleiben, so wie wir es auch die ganzen letzten, auch während der Pandemie, aber auch in den letzten Jahren schon gemacht haben, und ihnen gebührenden Raum zu geben und Kritik und Anregungen zu hören. Und in diesem Sinne freue ich mich auf die weiteren Beratungen, auch die Anhörung. Und ich denke, wir werden alles in allem dieses Gesetz auch in einem guten Rahmen dann verabschieden können, das Hessische Ausführungsgesetz. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Brünnel. Für die AfD-Fraktion hat sich die Abgeordnete Papst-Dippel noch einmal zu Wort gemeldet. 3:19 sind noch übrig. Frau Präsidentin, werte Kollegen, ich nutze die restliche Redezeit, weil ich direkt angesprochen wurde. Ich habe niemals gesagt, dass wir Schwangerschaftsabbrüche kategorisch ablehnen. Im Gegenteil, dürfen Frauen nicht zu dubiosen Methoden getrieben werden, wenn ihr Entschluss feststeht. Das habe ich hier an diesem Rednerpult schon gesagt. Genauso habe ich mich gegen das Bedrängen von Frauen vor den Beratungsstellen ausgesprochen. Ich erinnere daran. Ich habe lediglich heute an das Schutzziel erinnert, das ungeborene Leben zu schützen. Und wir von der AfD, wir wünschen uns, dass die Zahl der Abbrüche sinkt und Frauen nicht in diese Lage kommen müssen. Das ist ein gesellschaftliches Problem, es ist schon gesagt worden, aber wir müssen immer wieder daran erinnern. In unserem Konzept zur Sozialpolitik können Sie übrigens unsere Vorschläge zum Thema nachlesen. Danke schön. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Papst-Dippel. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Dann können wir den Gesetzentwurf der Landesregierung mit der Drucksache 20/6334 zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Sozial- und Integrationsausschuss überweisen.